Bevor wir uns jetzt alle voll und ganz auf die EM konzentrieren und am Sonntag das erste Mal unsere Jungs anfeuern, werfen wir nochmal einen Blick zurück und reden heute über den Grande Señor, el Pep Guardiola. Drei Spielzeiten lang stand Pep Guardiola an der Seitenlinie bei den Bayern, hat da rumgefuchtelt, rumgewedelt und seine Tänzchen aufgeführt, aber er hat vor allem eins getan, Titel gesammelt ohne Ende. Erstes Jahr Meisterschaft und Pokal, zweites Jahr wieder die Meisterschaft und zum Abschluss in Jahr Nummer 3 nochmal das Double. Das ist eine Ansage. Aber Pep hatte ein Problem, nämlich die Vermaledeit der Champions League. Daran hat er sich selber gemessen, daran wurde er irgendwie von allen gemessen und am Ende ist er daran auch irgendwie gescheitert. Dreimal Halbfinale, dreimal Feierabend. Es tut mir leid. Ja, uns auch. Vor allem, weil gewonnene Titel spätestens in der kommenden Saison eigentlich überhaupt nichts mehr wert sind. Und deswegen bleibt die große Frage, was bleibt vom Katalanen, wenn der mal drüben in England sitzt? Guardiola, keine Frage, ist ein Fußballbesessener. Immer Vollgas, immer am Limit, manchmal sogar einen Ticken drüber. Aber die Spieler haben in der Regel von ihm profitiert. Nimm einen Jerome Boateng, der ist mittlerweile einer der besten Innenverteidiger der Welt, vielleicht sogar der allerbeste überhaupt, sorry Sergio Ramos, sorry Thiago Silva, sorry Mats Hummels. Oder der Captain Philipp Lahm, der hat in seinem vorrenten Fußballalter mal kurz festgestellt, dass man ja auch auf der 6 Karriere machen könnte. Oder Beispiel Nummer 3, Joshua Kimmich. Der ist in einem Jahr unter Pep Guardiola mal ganz lässig zum gestandenen Bundesliga-Profi gereift. Und was hat er davon? Genau, EM-Nominierung für Deutschland, Jogi Löw will ihn im Team haben. Diese Professionalität von Pep Guardiola, dieses Akribische, jeden Spieler jeden Tag besser machen, die Spielweise der Mannschaft auf die Spitze zu treiben und das 24/7, das hat ihm verdammt viel Respekt eingebracht. Und das nicht nur im Verein. Wir haben nicht nur Titel gewonnen, wir haben auch klasse Fußball gespielt, das kann ich euch sagen. Das war großartiger Fußball. Sondern auch bei der größten Konkurrenz. Er ist der Beste, er hat die meisten Erfolge, er hat unglaublichen Einfluss auf die Mannschaften, die er trainiert und den Fußball mit diesen Mannschaften. Deshalb ist es ein großer Verlust aus meiner Sicht. Ja, und trotzdem, alle werden Pep Guardiola wohl nicht vermissen, fragt nach bei Mario Götze. Okay, zugegeben, unser Super Mario hatte so seine Verletzungssorgen, aber 13 Spiele in der abgelaufenen Saison, das ist schon richtig mager. Und so viel Liebe wie der Kollege Rafinha in dieser Szene, die hat der Götze wahrscheinlich in seiner gesamten Zeit bei Pep Guardiola nicht abbekommen. Aber selbst Mario Götze scheint die Wiesen und die Isar so gern zu haben, dass er trotz Liebesentzug von Pep doch in München bleiben will. Neuer Trainer, neues Glück, wir kennen das Spiel. Pep geht zu City und macht Platz für Signore Carlo Ancelotti. Also alles überhaupt kein Problem, oder Kalle? Das ist der normale Stand der Dinge. Spieler kommen, Spieler gehen und auch dasselbe gilt auch für Trainer kommen, Trainer gehen irgendwann. Die Trophäenvitrine von Carlo Ancelotti ist übrigens ähnlich pickepacke voll wie die von seinem Vorgänger. Dreimal die Champions League gewonnen und er hat in jedem Land, in dem er Trainer war, auch den Meistertitel geholt. Also da können wir uns auf einiges freuen. Aber nochmal zurück zu Pep. Wir fassen zusammen. Er hat den Spielstil der Bayern definitiv auf ein neues Level gehoben und er hat viele, viele Spieler individuell besser gemacht. Wie viel von Pep in München übrig bleibt, entscheidet aber am Ende dann nächstes Jahr Carlo Ancelotti. Wir sagen gracias Pep und schicken noch einmal Karl-Heinz Rummenigge in den Ring. Bitteschön. Ich glaube, heute können wir sagen, er geht als großer Erfolg. Vielen Dank, lieber Pep.